Sie pflegten jahrzehntelang eine höchst erfolgreiche Partnerschaft, der Mittelstand und die deutschen Kreditinstitute. Ein verlässliches Geben und Nehmen im gegenseitigen Einvernehmen. Doch dann die Finanzmarktkrise und der schärfste Konjunktureinbruch in der Geschichte der Bundesrepublik. Mittlerweile laufen die Geschäfte langsam wieder an, aber sie brummen nicht wie früher. Nach wie vor sind die Unsicherheiten groß. JPK, Hersteller von Nano-Analytikinstrumenten, ist trotz der Krise moderat gewachsen. Frank Pelzer, einer der Gründer des Unternehmens mit heute 70 Mitarbeitern, verzeichnet wieder volle Auftragsbücher, kann die starke Nachfrage aber zum Teil nicht bedienen. Wir könnten 40% im Jahr wachsen, werden aber nur 25% zulegen, weil entsprechende 15% uns die Möglichkeiten der Finanzierung fehlen. Wir suchen doch heute Finanzierung für die Produktion, aber die gibt es nicht. Es gibt heute kaum Banken, die tatsächlich in Umlaufvermögen finanzieren. Und das ist genau das Problem von schnell wachsenden Unternehmen, die wirklich an den Markt gehen, wo die Nachfrage da ist, dieses Umlaufvermögen vorzufinanzieren. Tatsächlich ein Lager aufzubauen, um produzieren zu können, um liefern zu können. Die Bundesbank stellt nach wie vor keine Anzeichen einer flächendeckenden Kreditklemme fest. Die wirtschaftliche Lage bleibt aber weiterhin angespannt. Angesichts der schlechteren Ratings sind die Banken gezwungen, die Kredite mit mehr Eigenkapital zu unterlegen. Für Banker hat sich das tägliche Geschäft verändert, auch für André Filbrand von der Commerzbank. Unsere Anforderungen sind höher geworden. Einerseits müssen wir auch damit den veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Sie können eine Betriebsimmobilie als Grundstück zum Beispiel heute einfach nicht mehr so bewerten, wie Sie es vor 2 oder 3 Jahren konnten. Die Zukunftsprognosen der Industrie sehen wieder positiver aus. In Umfragen zur Geschäftslage äußern sich Mittelständler wieder vorsichtig optimistisch. Für Frank Pelzer ein Aufschwung mit angezogener Handbremse. Wir merken es an unserem konkreten Beispiel. Wir könnten schneller wachsen, als wir es momentan dürfen. Im Allgemeinen gilt aber, viele Unternehmer sind vorsichtiger geworden. Sie fragen weniger Kredite nach als früher. Erholt sich die Wirtschaft aber und steigt die Nachfrage nach Krediten wieder an, könnte sich dies schnell ändern. André Filbrand beobachtet, dass sich viele Unternehmer bei Investitionen zurückgehalten haben. Wir können seit Mitte 2008 einen deutlichen Rückgang der Kreditnachfrage feststellen. Sehr viele dieser Unternehmen sind jetzt durchaus bereit, wieder Investitionen nachzuholen. Und wenn alle diese Unternehmen jetzt mit entsprechenden Kreditanfragen auf uns zukommen als Kreditinstitute, dann könnte das sehr eng werden. Also, wie bekommt man den Mittelstand wieder flott, den Motor der deutschen Wirtschaft? Muss der Staat stärker einspringen oder sind die Banken in der Pflicht? Oder erleben wir am Ende so etwas wie einen Aufschwung ohne Kredit?